Aber ich will den jetzt mal ausprobieren. Oh, hier geht's noch weiter in die Höhle. What the fuck? Wo bist du? Jo, meine Kraftfreunde, willkommen zu... Ich weiß, du hast das, ne? Zu der zweiten Folge des Battles. Wir haben eben mit den Orgas gesprochen, also mit den Organisatoren. Das, was wir vorgemacht haben, war kein richtiges Strip-Mining, also wir können nochmal komplett von vorne loslegen. Wir können 5 Minuten Strip-Mining, dann können wir 5 Minuten hochgehen, dann gehen wir wieder 5 Minuten Strip-Mining, dann gehen wir wieder 5 Minuten hoch. Hä? Genau, das geht auch. Dann kommst du in irgendeinen Baum. Du standst doch eben noch vor uns. Vor mir. Ich bin jetzt im Baum! Ah, ich seh dich. Oh, geil. Oh. Und hier drin müssten wir uns Leitern machen, aber ich mach mal eine Kannst du mal bitte die zwei Holzdinger hier wieder auffüllen? Ja, dann komm doch rein, bitte. In unser Bäumchen. Ich hab mir jetzt selbst zwei. Ey, das fällt voll auf, wenn du das da wegmachst an der Stelle. Das merken die sofort, Alter. Digga, ich sag's dir, die merken das. Die wissen sofort, dass das hier drin eine Base ist. Die hören das, ja. Ich mach mal. Die hören das, ich ja. Ich hab schon 3 Crafting Tables jetzt wegen dir. Ich mach mal Schaufel. Wir brauchen keine Leiter, ne? Doch. Nö. Ach, wir haben Lilianen, stimmt. Oh Gott, die bringen ja auch was. Oh, das hört sich eklig an. Oh, ich geh wieder was? Runter. Komm hoch! Was ist? Komm einfach hier hoch! Und dann, okay. Und dann weißt du, was ich meine. Oh, richtig. Du solltest sneaken, wenn du hochläufst. Ja. Ich höre gar nichts. Geh noch ein Stück. Ich höre echt gar keine. Geh noch ein Stück. Ich bin schon fast ganz oben. Hä? Also ich weiß echt nicht. Oh. Oh, das hört sich so eklig an! Ich glaube, das sind die Fledermäuse oder sowas. Das Ding ist, teilweise kannst du nach oben und teilweise ist da halt so ein. Oh! Nee, also hier geht alles wunderbar. Ich weiß echt nicht, was los sein sollte. Oh, es ist so eklig. So, dann müssen wir uns jetzt hier mal durch die Blätter durchschlagen. Ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich oben in der Blattkrone unsere Base machen sollten. Von da sehen, also müssen wir ja nicht, aber so ein Aussichtsplattform wäre auf jeden Fall. Aber Licht hier oben bitte nicht. Das ist schon zu viel Licht hier oben. Das sieht man, glaube ich. Und hier bräuchten wir dann, glaube ich, doch sowas wie Leitern. Bruder, der Sound ist ekelhaft. Ja. Dann machen wir das Licht da unten bitte echt aus. Okay. Und schlag mich so, Alter! Oh, Mann, ey. Schlag nicht die Blätter unter mir weg, wenn ich hier schon nach oben baue. Nicht, dass da am Ende der ganze Baum auseinanderfällt oder so, dann sieht man das. So, guck mal, ist doch super natürlich hier. Oh, das ist schon ganz nice. Ich hoffe, die haben die Player-View-Distance so weit gestellt oder diese Player... Ja. Spieler, dass die Spieler einfach irgendwann wieder so wegploppen, kennen wir ja. Von früheren Staffeln. Lol. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der Baum gehört so. Ja, das. Ne, die haben da gegenüber ist so ein Baum, mitten in den Blättern ist so Holz. Also aus so einer Reihe. Das sah komisch aus. Okay. Verstehe. Oh, das ist richtig widerlich, der Sound, Mann. Ich höre hier oben ehrlich gesagt gar nichts mehr, wenn du hier so ganz nach oben. Ich bin ja auch schon wieder unten, weg. Digga. Also, ja gut, also ich hab so das Gefühl, wir haben ein kleines Eisen- und Schwarzpulver-Problem. Ja, aber entspann dich erstmal, chill mal deine Eier und dann, Das geht ja schneller, als ich dachte, das runterfallen. Ja, ist mir dann auch. Ich bin da voll aus der Übung. Ich konnte das früher mal richtig gut abschätzen. So, jetzt waren wir eben auch wieder an der Oberfläche, ne? Also zählt wieder nicht als Strip-Mining. Ich mach dann mal für uns beiden Hübschen ein paar Eisenspitzhacken. 2 Stück, um genau zu sein, weil die aus Stein, die nerven ja echt übelst ab. Wobei macht das Sinn, das ganze Eisen zu verbraten? Für Eisenspitzhacken, ich weiß es nicht. Ich hab Eisen gefunden. Alles gut, okay. Wir haben genug, mach ruhig. Okay, dann mach ich noch einen Ofen oder stell den hier auf und brenn das restliche Eisen noch. Und dann braucht man echt Schwarzpulver für die ersten Waffenboxen. Ja, also Schwarzpulver habe ich schon. Nee, gar nicht, ich hab Flint. RIP. Oder sollen wir just for fun mal wirklich komplett ohne Waffen auf... Nein, Digga, dann... Überraschen. Nee? Das wird nix. Sneakst du dich eigentlich die ganze Zeit? Ja, natürlich. Mensch, Marcel, du musst dich sneaken. Was bedeutet das? Oh, Spitzhacke. Shift drücken. Nachschub. Ich hab dir doch eine hingefoppt. Oh. Das Eisen. Ja, hab gefunden. Ja, also irgendwie keine Ahnung. Wir sind auch jetzt schon wieder nur auf Höhe 20, ne? Also der Boden ist hier irgendwie so tief unten. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe man am besten nach Eisen strip meint, ehrlich gesagt. Du. Macht es überhaupt Sinn, nach Eisen zu strip meinen, weil wir haben halt so wenig Höhen gefunden, das ist halt echt richtig doof. Ich baue mich jetzt einfach hier so ein bisschen hin und her. Ist noch Schutz.
Weißt du was, Marcel? Ich bin dafür. Eisen. Wir machen hier, wir haben Spaß. Wir nehmen jetzt unser restliches Eisen, brennen das im Ofen, machen uns ein Eisenschwert und einen Gegner, okay? Wow. Was hältst du von der Idee? Zwei Folgen Battle, sagst du? Ah, Schutzzeit ist vorbei. Ja, guck, also die könnten uns halt ab jetzt auch schon finden und killen. Also finde ich, sollten wir uns jetzt echt ganz dringend mal Rüstung und alles machen. Ich bin ja noch... sofort an die Oberfläche und... Okay, sobald du fertig bist, komm mal bitte nach oben. Ich habe für uns beide schon zwei Eisenschwerter gemacht. Und dann mache ich auch schon mal Rüstung. Wobei das halt echt nicht für sonderlich viel reicht, aber für einen Brustpanzer reicht es schon mal. Mach ich dir auch noch einen. Und dann... Also ich habe noch... Ich habe jetzt noch 17 Eisen. Okay, das ist saugut, Marcel. Danke. Ja, auf welcher Höhe bist du denn? Und da findest du das ich ganze Eisen. Ich bin jetzt einmal durchgegangen und habe jetzt okay, immer, warte, immer wieder ich, was gefunden. Okay, warte, ich hab dir hier gerade das Schwert und den Brustpanzer. Bitteschön. Ich drück die ganze Zeit und E und will das dann... Wow. Ja. Ich bin gerade so, ich bin so im PUBG-Modus, ne? Verstehe ich. Und was für Modus? Sagt dir PUBG was? Player Unknowns Battlegrounds? Nein. Musst du gehört haben. Ich gar nichts. Sagt mir echt nichts. So, ich habe noch Leder. Nee, also das können wir fürs Enchanten gebrauchen. Oh, okay, ich wollte jetzt mal gerade einen Hut machen. Ich hab auch Leder. Nee, mach das mal nicht. Ich mach uns mal eine Box. Ja, sehr gute Idee. Und die verstecken wir einfach irgendwo und machen das mit dem Waypoint, weißt du? So, hab sie versteckt. Ich finde halt echt null Eisen. So, Flint, Gravel, Leder, Cobblestone, Torchberries. Was sind Torchberries, Digga? Du, keine Ahnung. Seeds, die Axt, Raw... Ach ja, Essen kann ich uns auch nochmal machen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Habe ich auch noch vor. Ey, ich finde null... Ey, du bist ja unser Eisenfinder. Nee, aber was, jetzt mal ehrlich, was hältst du von der Idee, wenn wir uns gleich einfach Full Iron equippen und dann rausgehen? Schwarzpulver farmen und dann machen wir halt, keine Ahnung, die Workbenches bald mal können. Und dann suchen wir die mal und gucken, ob wir sie vielleicht schon mit Eisen bekloppen. Soll ja Spaß machen. Ich habe jetzt auch keinen Bock, so richtig lange zu farmen, ehrlich gesagt. So, Essen brutzelt. Falls du noch was zu essen Mecken hast, kannst du gerne. Ja, die Truhe hast du gefunden? Ja, habe ich gefunden. Okay, Melone, so Eisen habe ich noch 4 Stück. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Eisen. Also den Brustpanzer hast du ja, dann mache ich uns beiden jetzt schon mal Hosen. Ist da Eisen drin? Jetzt schon. Kannst du dir gleich wegnehmen. Aha, dann mache ich für dich mal Schuhe oder... Hier liegen noch 2 Eisen. Okay, in der Ecke. Dann kann ich dir echt gleich eine Hose machen. Ich suche nochmal nach Eisen, ne? Vielleicht habe ich ja wieder Glück. Mach das. Okay, und ich sneake hier. Und bitte sneak dich, wenn... Okay, machst du schon. Sehr gut. Ich musste nur schnell nach unten gerade. Ja, es ist okay. Nur jetzt ist die Schutzzeit ja echt vorbei und wenn einer auch... was ich nicht glaube, suchen sollte. So, deine Hose liegt in der Nähe von der Truhe. Ich glaube, die spawnt, glaube ich, erst nach 5 Minuten. Ja, pack die lieber in die Truhe. Ich nehme die gleich weg. Aber dein Eisenschwert hast du schon. Oh, noch mehr Eisen. Alter, wie findest du das? Oh, wieder. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Blöcke schon wieder. Ist dein Ernst? Ja, ernsthaft. Schon wieder was gefunden. Ich disconnecte mal kurz und suche mal online nach den Crafting-Rezepten für die Waffenboxen. Ja, du. Letztes Jahr hatten wir alles in einem Doc-File. Vorletztes Jahr. Ja, ich hab's extra eingescreenshottet, ne? Ja, genau. Ja. So, ich pack das Eisen wieder oben drauf. Jetzt haben wir wieder 10, die brutzeln. So. Also, wir brauchen Tintensäcke und Rosenrot für die. Wir könnten uns die englische oder die. Ne, also wir brauchen auf jeden Fall für alle Waffenboxen Rosenrot oder sowas. Du, hast du gehört? Mein Freund, ich bin nur für Eisen zuständig. Was wollen Sie von mir? Also ich connecte sofort wieder. Also wir brauchen Rosenrot und Lapis Lazuli oder Inksex und Rosenrot für die deutsche. Die japanische machen wir mit Bone Meal und Rosenrot und die englische oder die amerikanische mit Rosenrot und Lapis Lazuli. Gut, dass ich Lapis Lazuli mitgenommen habe. So, dann mache ich uns beiden noch Helm oder soll ich erstmal mit den Boots? Ich fange erstmal mit den Boots an. Fallschaden ist echt uncool. Eisen. Junge, 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 das ist richtig gut. So. Aber diesmal nur 4. Dann bitte. Okay, schade. Ah, ja, und wir brauchen für eine Waffenbox schon allein 6 Eisen. Und die Waffen selber, die brauchen ja auch. Ja, ja, Eisen. Und Munition und ich weiß. Ja, Schwarzpulver und Eisen ist halt echt das Allerwichtigste hier, Leute. Schwarzpulver und Eisen. Baust du einfach eine Treppe nach unten oder Strip meinst du dich? Ich baue mich einfach von links nach rechts immer und dann, wenn ich was finde, dann gehe ich einfach weiter. Kannst du mir dein Eisen bitte geben, dein Rost? Kannst du mir. Ja, ach nee, muss mir nochmal eine Axt machen hier. Spitzhacke, soll ich dir eine geben? Nee, nee, ja, Spitzhacke brauche ich auch, aber eine Axt brauche ich auch. Da. Da, nimm meine. Weil das Holz hier überall, das geht mir so auf den Sack. Achso, du hast mir beides hingelegt. Ach, nice, perfekt. Ja, natürlich. So, Ehrenmate. Guter Kumpan. Ehrenmate. Auf jeden Fall. So, und dann kann ich mir schon einen Helm machen. Oder willst du den Helm? Du, mir ist das so schnippel. Ich zerfick eh alles. Alles klar.
Oh, recht hat er nicht. So, dann bringe ich dir auch die Rüstung mit nach unten. Ach scheiße, jetzt habe ich gar keine Spitzhacke mehr. Ja, kann ich dir gerne wiedergeben. Dann mach mir, oder nee, du machst nee, dir eine neue. Nee, behalte. Ach, hab ich nicht. Ja, ich schmeiß die Schuhe einfach wieder weg. Wäre nicht so gut. Ja, wenn du sagst, wir haben genug, ne, dann kannst du einfach... So, wir haben nicht genug, wir brauchen mehr Eisen. Das ist, also, dir fehlt immer noch der Helm und wir brauchen alle schon 6 Eisen für eine Waffenbox. Ich dachte, wir wollten keine Waffenbox nochmal. Ja gut, wenn du jetzt auf Eisensuche bist, dann können wir... Aber für dich kann ich jetzt noch den Helm machen, dann hätten wir rein theoretisch genug. Ich bräuchte nochmal eine Spitzhacke. Ich habe noch Kohle also, für den Ofen gefunden jetzt. Hast du noch Eisen? Ich habe... Nee, gerade nicht. Ich habe dir alles gegeben. Okay, eben. dann gebe ich dir jetzt den Helm. Wo bist du? Dann komm hier. Nach oben. Wir gehen jetzt raus und suchen die. Scheiß auf alles. Oh, einer hat noch nicht mal die Border gesehen, so wie es aussieht. Also müssten wir eigentlich echt nur in Spawn-Nähe suchen. Kommst du? Ja. Hörst du nicht meine mechanische Tastatur, wie ich die Leertaste spamme? Doch, hör ich. Ist sehr atemberaubend. Warte, ich schmeiß mal kurz hier die ganzen Scheiß-Dinger weg. Digga, mein Arm ist gerade eingeschlafen. Ist das eigentlich rohes Fleisch? Nee, kein rohes Fleisch. Ich hab alles, was da oben drin ist, habe ich gebutzelt. Ja, ich geb dir mal die Hälfte von meiner Kohle ab hier. Liegt neben dir. Ich hab genug Kohle, Junge. Ich hab echt genug Kohle. Okay, du hast ja die Axt, dann kannst du uns einen Weg nach draußen schlagen und dann würde ich sagen, geh mal raus und schauen uns mal an, was die so zu bieten hat, oder? Ja. Schlag bitte nicht die Lianen ab. Nee, das wird. Lass einfach hier raus. Okay, wir sollten uns irgendwann so einen fixen. Ja, warte, ich mach kurz einen Waypoint. Ja, gute Idee. Waypoints, add. Ich brauch schon nach Gegnern. Base. Okay. Back. Raus. Also ich hoffe halt echt, dass die. Was? Ich hab die Dinger statt senkrecht waagerecht gemacht. Ja, egal. Ach, da oben bist du, egal. Okay. Ja, also ich hab echt so ein bisschen Sorge, dass die Spiele auf einmal einfach aufploppen, weil der Server, hier wird bei einem Serveranbieter gehostet, wo der das gerne automatisch in Einstellungen so drin hat, so eine niedrige Player-Render-Distance, das weiß ich zufällig. Deshalb sollten wir ganz besonders wachsam sein, weil obwohl wir bis dahin nach hinten hier sind nochmal so leuchtende da, komm mal her. Die Berries habe ich hier eben gepflückt. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe. Ja, das sind so richtig komische Dinger. Scheiß auf die, ganz ehrlich. Scheiß auf die. Die bringen gar nichts. Okay, ich habe nochmal 44 Fackeln. Hier ist eine Truhe. Hier, da ist eine Truhe, Alter. Wo? Da Transformation Top und ein Magnet. Achtung. Ach ja, wir sind ja in der alten Version. Wir können Klicks spammen. Oh, ganz viel Eisen. Was ist denn ein Ohrmagnet? Bruder. Ja, ich vergesse die ganze Zeit, dass wir Klicks spammen können. Richtig schlimm. Ja, du, wir können jetzt auch Eisen spammen, ne? In der Höhle. Nee, wie denn? Ja, hier, guck doch mal, komm doch mal rein in die Höhle, Digga. Okay, ich komme schon. Redstone, Eisen, alles. Oh! Haha, was slammed by Kobold. Cool. Also hier, oh, es hört nicht auf, Alter. Alter, wir müssen, scheiße, hier sind Kobolde, fuck. Was sind Kobolde? Pass auf, die kommen, die sind hinter mir her. Nee, nicht mehr. Ich bild mir das nicht ein. Sicher. Das ist keine Einbildung. Du, jetzt, ich nehme das Eisen jetzt mit, ne? Was machen die Kobolde denn? Ja, worauf muss ich da jetzt achten? Scheinbar slayen die dich zu death. Und Alter, die sind richtig stark, aber die droppen Eisenspitzhacken. Nice. Und nee. Kohle. Kobolde halt, ne? Doch. Ja. Immer diese Kobolde. Ja, du, ich bin schon die ganze Zeit am Eisen wegfallen. Ja, ich musste mich hier gerade um die Kobolde kümmern, Junge. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Immer hast du irgendwas anderes zu tun, der Server lenkt ein bisschen. Oh Gott, hier ist es doch Kobolde. Ich hab richtig Schiss vor dem, weil der eine jetzt von denen umgebracht wurde. Aber eigentlich sind die ganz nett. Alter, die droppen ja allen möglichen Scheiß. Ja, Kobolde halt. Ja, diese Kobolde, ne? Hier ist auf jeden Fall auch Gold. Und der Server lenkt echt ein bisschen. Ja, ja, also gerade auf jeden Fall. Du sneakst dich bitte immer? Natürlich. Oh, hier ist glaub ich, ekelhafter Enderman. Eine Enderperle wäre aber, glaube ich, ganz cool eigentlich. Ja, kümmer du dich um den, ich bin eher so der Farmer. Ja, ich farm jetzt auch mal ein bisschen Eisen. Und dann, wenn wir das Eisen haben, ganz ehrlich, dann geh mal raus, Gunpowder holen und Rosenrot. Guck doch mal, wie viel Eisen hier ist, Alter. Ja, ich sehe es, wir haben echt keine Eisenprobleme mehr. Ich stelle hier schon mal gerade einen Ofen auf. Ich muss eine Workbench machen. Ich habe eine. Okay, ich stell sie hin, ich baue einen Ofen und dann schmelzt du das schon mal, dass wir es wo ist die? Sorry. Hast du die hingestellt? Ja, hier, noch gar nicht. Okay, ich gerade leicht in Panik momentan, das ist eine harte Zeit. Ich kriege immer Panik, wenn ich von Fackeln diesen Rauch aufsteigen sehe, ich denke jedes Mal, das ist ein Name. Ja, ne, ich habe dich sehr sensibilisiert dadurch, damit.
durch das. Und sensibilisiert, also, heißt das. Ich habe das letzte halbe Jahr so unheimlich wenig geredet. Es kommt mir momentan so vor, als ob ich total schnell rede, aber eigentlich, wenn ich mir das in Aufnahmen anhöre, ist es halt einfach richtig langsam und total mit vielen Fehlern. Also ich habe viel zu wenig geredet. Es gibt ein Biom mit Säureregen. Oh, cool. Voll geil. Dann müssen wir die Gegner reinloggen. Locken. Loggen? Ich kann echt kein Deutsch mehr. Ich kann nicht mehr sprechen. Ja, Uni halt. Ich muss schreiben. Schreiben. Man redet einfach gar nicht mehr. Aber Eisenhammer, glaube ich, echt gleich genug. Richtig geil einfach. Also ich habe jetzt 51. Ja, okay. Ich bin dafür, wir brennen auch gleich ein bisschen Cleanstone und verstecken das Eisen einfach, was wir zu viel haben. Nicht, dass wir halt gekillt werden von Gegnern. Hier ist noch eine Truhe. Ein... Oh, ach, schon der Magnet ist für... Der Magnet ist, Dingens. Oh, für Eisen? Ja. Nee, was macht der? Hast du eine Chance probiert? Nee, warte mal. Ich weiß nicht, ob du damit Sachen ansammeln kannst. Warte, lass uns mal irgendwie so ein Eisenvorkommen suchen, bitte. Oder wenn man was auf den Boden droppt, dann. Ja, das könnte ich mir gerade vorstellen. Aber ich will ihn jetzt mal ausprobieren. Oh, hier geht's noch weiter in die Höhle. What the fuck? Wo bist du? Lol, er ist schon weg. Ich hab den eben benutzt und auf einmal ist so Eisen gespawnt. Aber warte mal, ganz kurz. Das hier ist eben Eisen geworden. Du kannst damit Eisen produzieren mit dem Ohrmagnet. Wie das denn? Ja, halt mal aufgeladen rechts. Halt mal gedrückt und zieh auf den Boden oder so. Mach ich. Da passiert nichts. Lass ihn los. Oh. Siehst du? Mach's nochmal. Ist jetzt noch scheiße da. Aber eben ist bei mir Eisen dadurch entstanden. Probier's mal aus. Das ist witzig. Oh, wir werden nie wieder Eisenprobleme haben. Wie Folgenende. Verpiss dich. Okay. Und das war's schon mit dieser Folge. Bis zum nächsten. Ciao.